So, in Aufgabe 32 ist so eine ähnliche Schaltung wie in der 31, richtig? Ja, R0, R1, R3 und hier unten ist R2. Zu dem hier hinten, ne? Ah ja. So, R4, R5. Und wir wollen diese Spannung hier hinten berechnen, U5. Und das war hier noch R2 und das war R0. Und dann ist hier vorne wahrscheinlich eine Spannungsquelle angeschlossen, die hat U. Ja, also einmal ist eine Spannung gegeben und einmal ist ein Strom gegeben. Okay, hier fehlt mir noch so ein kleiner Lötpunkt und hier. Ja, und also die Aufgabe ist, U5 auszurechnen, einmal mit Hilfe der Spannungsteilerregel. Damit fangen wir mal an. Und dann einmal das Ganze mit Hilfe einem Stromteiler zu machen. Und für den Stromteiler ist dann gegeben, dass dieser Quellstrom 10 Ampere ist. So, wenn ich das jetzt mit Spannungsteilerregeln machen will, ja, ich würde jetzt noch mal kurz die Zeit investieren und in der Zeit können alle gleich schon mal irgendwie so ein bisschen drüber nachdenken, was wir jetzt aufschreiben, die Schaltung wieder so umzuzeichnen, dass alle Widerstände in vertikale Richtung zum Beispiel zeigen, dass man besser erkennt, was ist zu wem in Reihe und was ist zu wem parallel. Also die Quelle male ich wieder ziemlich groß auf die linke Seite. Und dann sieht man, wenn ich das jetzt wirklich noch mal ein bisschen offensiver zeichne, wir haben hier so einen ersten Knotenpunkt. Das ist jetzt genau dieser Knotenpunkt hier. Hier kann sich das einmal aufteilen und der Strom fließt über den Widerstand R0 und ist dann unten schon wieder bei der Quelle angekommen, sozusagen an diesem Knotenpunkt hier. Den teile ich auch mal so ein bisschen auf. Ja, dann sind wir schon wieder unten an der Quelle angekommen. Also UQ und R0. So, und hinter R0 oder ne, hinter diesem Knotenpunkt, da wo R0 ist, geht es auch über den Widerstand R1. Dann kommen wir an dem Knoten an. Hier gibt es so eine Parallelschaltung von R3, R4, R5. Dann geht das wieder zusammen, geht über den Widerstand R2 wieder zurück. Also auf der Seite sieht das so aus, ich habe R1, dann habe ich diese Parallelschaltung aus R3, R4 und R5 und hier unten habe ich nochmal den Widerstand R2 und dann geht das hier unten wieder zusammen. So, das ist jetzt genau die gleiche Schaltung, R1, R2. R3, R4 und R5, bloß dass die ein bisschen anders aufgezeichnet ist. Die Spannung, die uns interessiert, ist immer noch die Spannung U5. So, wie kann ich jetzt eine Spannungsteilregel aufschreiben für die Spannung U5? U5 ist gleich. Genau, UQ, ja, also weil die Gesamtspannung, auf die wir das jetzt zurückführen würden, das ist ja schon direkt die Quellspannung. Also die Spannung, die hier abfällt über dem ganzen Zweig, das ist auch UQ. Also Teilspannung ist Gesamtspannung mal. So, und der Teilwiderstand, über den diese Spannung abfällt. Naja, also ne, wir hatten vorhin bei der vorigen Aufgabe das mit zwei Widerständen aufgeschrieben und haben gesagt, wir können jede Schaltung auf zwei Widerstände zurückführen. Genau, also der Teilwiderstand, über dem diese Spannung abfällt, ist R3 parallel R4 parallel R5. So, und der Gesamtwiderstand? Genau, ist R1 plus diese Parallelschaltung R3, R4. Und R5 parallel plus noch den Widerstand R2, der dazu in Reihe ist. So, und dann können wir das alles ausrechnen. Die sind ja alle 1 Ohm groß. Wenn ich 1 Ohm, 1 Ohm, 1 Ohm parallel schalte, was kommt dabei raus?
ein Drittel Ohm. So, hier unten habe ich auch wieder das Drittel Ohm. Jetzt habe ich dazu noch ein Ohm und ein Ohm. Ja, also nicht zwei Drittel Ohm, sondern zwei ein Drittel Ohm. Ja. So, und das Ganze jetzt mal die Quellspannung und das waren 7 Volt. Das ist ja nicht 2 mal ein Drittel, das sind 2 ein Drittel. Ja? Wer schreibt das denn so auf? Das ist ein gemischter Bruch. So, wie kann ich denn das 2 ein Drittel zu irgendwas anderem machen? Es sind 7 Drittel, ja, das wird dann nämlich schon besser. Also ein Drittel durch 7. 7 Drittel. Die Ohms lasse ich gleich mal weg, die haben sich schon weggekürzt, mal 7 Volt. Und jetzt sieht man sehr schön, hier kann ich jetzt wirklich die Drittel kürzen. Und dann ein Siebtel von 7 sind 1 Volt. Da kommt 1 Volt raus. Ja, und wir hatten jetzt schon UQ und das ist natürlich jetzt eine sehr schnelle, sehr schlanke Lösung, mit Spannungsteilregel hier diese Spannung auszurechnen. Ja, und wir könnten jetzt mal im Prinzip so eine Probe machen und uns überlegen, jetzt wo wir diese Spannung haben, ja, sich von innen nach außen zum Arbeiten ist ja relativ einfach. Ich schiebe meine Tafel ein bisschen hoch, muss ich mich nicht so bücken. So, das war ein 1 Ohm Widerstand. Wenn ich über dem 1 Ohm Widerstand 1 Volt habe als Spannung U5, was fließt dann hier für einen Strom? Ein Ampere. So, wenn das hier auch ein Ohm ist, auch ein Ampere. Und hier an der Stelle ist genau das Gleiche, ist auch ein Ampere. So, wenn ich jetzt ein Ampere, ein Ampere, ein Ampere zu fließen habe hier, dann müssen hier oben wie viel fließen? 3 Ampere. Und hier unten auch, ja. So, wenn ich jetzt 3 Ampere habe über einem 1 Ohm Widerstand, dann haben wir 3 Volt da auch. Und wenn ich jetzt 3 Volt, 1 Volt, die wir gerade ausgerechnet haben, und 3 Volt zusammenzähle, dann sind das auf einmal 7 Volt und das passt ziemlich präzise zu dem, was wir da vorne mal reingegeben haben. It's a kind of magic. So. Spannungsteilregel, wie man sieht, ganz fantastisch, um das hier auszurechnen. So, jetzt können wir noch die letzten 5 Minuten nutzen, um das nochmal mit Stromteilerregel zu rechnen. So, und jetzt würde man ja sagen, naja, wenn ich jetzt diese Spannung hier wieder haben will, die Spannung U5, ja, das ist jetzt noch kein Stromteil, das ist einfach ein ohmisches Gesetz, wie könnte ich die Spannung U5 ausrechnen? Genau, also nennen wir diesen Strom da I5 mal R5. Ja, und I5 wäre jetzt eben der Strom da unten, das Schaltbild ist so ein bisschen klein geraten, aber also wir bräuchten jetzt diesen Strom hier, diesen Strom hier an der Stelle. So, also das ist noch kein Stromteiler, das ist einfach das Ohmsche Gesetz, aber jetzt kommt der Stromteiler, wie kann ich diesen Strom ausrechnen? Ja, 3, 4. So, jetzt stellt man fest, wenn man 3 Widerstände parallel hat, dann ist das irgendwie blöd. So wie wir die Stromteilerregel aufgeschrieben haben, mit diesem Widerstand im anderen Zweig durch den Gesamtwiderstand im Sinne von diesem Maschenumlauf. Also wir könnten das jetzt so machen, wir fassen R3 und R4 zusammen. Ja? Also dann würde da stehen, Teilstrom ergibt sich aus Gesamtstrom, den nenne ich mal wieder I1. So, und dann wäre eben der zusammengefasste Widerstand, wo der Strom nicht durchfließt, wäre R3 parallel R4.
Und der Gesamtwiderstand im Sinne von diesem Maschenumlauf wäre dann R3 parallel R4 plus R5. Ja, hatten wir ja vorhin auch so. Stromteilerregel, wir erinnern uns. So, und das heißt, wenn wir das jetzt mal einsetzen, eine um parallel. Ach so, jetzt lang stehen. Einmal einhalb. Ein halbes Ohm. Und hier unten habe ich, genau, 3 halbe Ohm, kann ich gleich mal direkt so aufschreiben. Ne? Also das 1/2 plus nochmal 1 und das mal I1. So I1 haben wir jetzt immer noch nicht so richtig. I1, also wir wissen hier unten schon mal aus unserer Probe, das sind 3 Ampere, aber die haben wir jetzt ja noch nicht so richtig. Die war ja so ein Zwischenergebnis. So, wie kriege ich jetzt den Strom I1 raus, beziehungsweise wie kriege ich jetzt hier den Strom I1 raus mit Hilfe der Stromteilerregel? Haben wir R0 gegeben. R0 haben wir, glaube ich, auch gegeben. Ihr habt gesagt, alle ein... Durch alles. Ich einmal alles bitte. Einmal komplett. So, R0 plus R1 plus diese Parallelschaltung, die wir da jetzt hatten. R3 parallel R4 parallel R5 plus R2. So, und das müssen wir jetzt mal einmal nochmal irgendwie aufschreiben. Also, das waren 10 Ampere. Ne, das war der gegebene Quellstrom. So, das hier oben ist einfach 1 Ohm und hier unten müssen wir jetzt mal so zusammenrechnen. Das sind 1 Ohm, das sind nochmal 1 Ohm, das sind nochmal 1 Ohm, sind 3 Ohm. Und wenn ich 1 Ohm parallel 1 Ohm parallel 1 Ohm schalte, genau, ist das 1/3. So, und jetzt haben wir 1, 2, 3 und noch 1/3. Also es sind sozusagen 3 1/3 Ohm und statt der 3 1/3 Ohm, genau, kann ich auch 10 1/3 Ohm hinschreiben. Genau, und das ist auch schön, dann kürze ich nämlich die 10 raus und die 3 hier unten kann ich auch als mal 3 da oben hinschreiben und dann sind das 3 Ampere, weil sich die ganzen Ohms natürlich auch kürzen, so 3 Ampere und die 3 Ampere kann ich jetzt nehmen und kann die hier einsetzen und hier kürzen sich ja auch die Ohm weg und die halbe weg und dann habe ich 1/3 von 3 Ampere, also 1 Ampere. Ja, wenn die Zahlen alle so schön, wir machen ja auch kein Mathe hier, sondern Elektrotechnik. Ja, es geht ja nicht darum, jetzt irgendwie fies mit Zahlen zu rechnen, sondern die elektrotechnischen Regeln dahinter zu verstehen. So, jetzt nehmen wir die 1 Ampere und setzen die 1 Ampere, das 1 Ampere hier ein. Und dann ist eben 1 Ampere mal 1 Ohm ergibt 1 Volt. Und das ist glücklicherweise genau das gleiche Volt, was wir hier oben bekommen haben. Das sollte ja auch so sein. So. Und jetzt hat man wieder so ein bisschen den Konflikt wie bei der vorherigen Aufgabe. Naja, in der Rechnung hier oben spielt das R0 keine Rolle, taucht das überhaupt gar nicht drin auf. Hier unten in der Rechnung taucht das jetzt auf. Und zwar in diesem letzten Stromteiler. Und naja, also solange man jetzt den Wert von IQ festhält und das R0 ändert, ändert sich natürlich hier wirklich tatsächlich was an dem Stromteiler und da würde jetzt ein anderes Ergebnis rauskommen. Ja? Wenn ich jetzt wieder sagen würde, IQ sind nicht fest 10 Ampere, sondern IQ ergibt sich aus UQ durch Gesamtwiderstand, dann würde sich das R0 auch wieder rauskürzen an der Stelle. Ja? Also, wenn ich den Wert von R0 ändere, dann ändert sich natürlich der Strom, der hier durch diesen Zweig fließt. Es ändert sich nichts an der Spannung, die hier hinten abfließt, aber es ändert sich eben was an dem Strom hier. Und wenn der Strom fest ist, ja, und ich hier den Strom ändere, dann kommt natürlich hier hinten auch irgendwie was anderes raus. Also, ja, wenn ich die, das ist aber so ein bisschen irreführend hier in der Schaltung tatsächlich. Also, wenn ich den Strom hier festhalten will, bräuchte ich hier vorne eigentlich eine Stromquelle. Ja,
Und dann wäre es eine andere Schaltung, ein anderes Problem. Also wenn ich hier vorne eine Spannungsquelle habe, die ideale Spannungsquelle hält die Spannung hier fest und die hält die Spannung auch über dem Rest der Schaltung fest. Es ist vollkommen egal, welchen Wert dieser Widerstand hat. Das ändert nichts an der Spannung da hinten. Es ändert nur was an dem Strom, der hier vorne fließt. Ja? Wenn ich jetzt aber in dem Fall hier, ne, sagen wir für das IQ gleich 10, wenn ich jetzt diesen Strom festhalten will, bräuchte ich eigentlich eine Stromquelle. Und dann hat der Widerstand auf einmal schon einen Einfluss, weil, naja, je nachdem, wie groß ich den mache oder wie klein, wenn ich ihn klein mache, fließt hier viel Strom durch, wenn ich ihn groß mache, fließt da wenig Strom durch und desto mehr oder weniger Strom fließt eben in den Rest der Schaltung, desto mehr oder weniger Strom kriege ich hier hinten hin. So, und damit sind wir auf jeden Fall zeitlich am Ende. Naja, und also, man könnte jetzt hier die Stromteilerregel noch ein bisschen anders aufschreiben, dann würde die eventuell ein bisschen einfacher oder schöner werden in dem Fall. Also Stromteiler, was man sich hier auf jeden Fall merken muss, ist, Stromteilerregel geht denn irgendwie nicht so, dass ich da schreibe, keine Ahnung, R3 durch R3 plus R4 plus R5 oder sowas. Ja, sondern es muss eben der Widerstand der andere sein, wo der Strom nicht durchfließt, geteilt durch diesen gesamten Widerstand. Was ist, wo gibt es jetzt noch eine Frage? Das ist keine Frage, ich muss drüber nachdenken, da komme ich darauf auf. Hier unten jetzt? Ja, eins drüber, warum ich R3, R4 plus 5 und nicht R3, R4, R5. Weil wir vorhin waren die ja auch, waren die beiden Widerstände ja auch parallel. Ja. Da haben wir ja trotzdem nicht hingeschrieben, R1 parallel R2, sondern R1 plus R2. Deswegen habe ich ja auch immer gesagt, der Gesamtwiderstand im Sinne dieses Maschenumlaufes. Und der Gesamtwiderstand im Sinne dieses Maschenumlaufes ist R5 plus R3 parallel R4. Ja, und also dieses Umzeichnen, das sieht extrem, oh, jetzt schalte ich diese Zeichnung um, zeichne diese Schaltung um, das hilft aber, also ne, wenn man hier oben nicht erkennt, was zu wem in Reihe und was zu wem parallel ist, hilft das enorm, sich die Schaltung so umzuzeichnen. Und ich meine, das ist ja das, worauf es ankommt. Ja, also im Prinzip, wenn ich eine Spannungsteilerregel weiß, eine Stromteilerregel weiß, jeder kann die anwenden. Die Schwierigkeit ist zu erkennen in einer Schaltung, was ist zu wem in Reihe und was ist zu wem parallel. Und dafür hilft sich das, die so eben so umzuzeichnen. Ja, und wenn man das eben anders umzeichnet, komisch umzeichnet, wo das so eben nicht in das Denkmuster passt, dann ist man da manchmal verwirrt. Da kann man übrigens auch ChatGPT gut mit verwirren. Ja? Also wenn man Schaltbilder so ungewohnt aufzeichnet, dann erkennt das auch nicht da drin, was in Reihe und was parallel ist.